Unsere Region befindet sich gerade in einer Transformation, vor allem mit Blick auf die Automobilindustrie. Viele Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahren wegfallen. Ich kämpfe dafür, dass mindestens so viele neu entstehen. Aktuell das Thema Wirtschaft, insbesondere Firma Audi, wie es da weitergeht. Wir haben in Ingolstadt eine große Monostruktur bezüglich der Arbeitsplätze. Wir haben Audi, wir haben Airbus und infolgedessen ist Wohnen auch ein großes Problem. Ich denke, das größte Problem in unserer Region ist, dass wir nicht genug in die Zukunft investieren und statt einem coolen Weltraumbahnhof immer noch die olle Audi haben. Das größte Problem in unserer Region wird der Wechsel in der Automobilindustrie sein, mit dem Wegfall der Arbeitsplätze und wie die Elektromobilität dort weitergeht. Die größte Herausforderung ist der Umbau der Automobilbranche, die Transformation. Mit Audi haben wir den größten Hersteller hin zu emissionsfreien Fahrzeugen. Ich lebe seit 24 Jahren in der Region Ingolstadt und ich bin froh, dass es hier viele Arbeitsplätze gibt, aber der Flächenverbrauch hier in der Region ist enorm. Das größte Problem für die Region 2016 sehe ich derzeit in der Versorgung der häuslichen Krankenpflege. Das heißt, der Fachkräftemangel, hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Die Nachrichtenübermittlung in den Medien. Uns in unserer Region ist es die letzten Jahre sehr gut gegangen und die große Herausforderung ist, dieses Niveau zu halten.